Ja, bei uns sind alle fit. Es ist eigentlich auch gar nicht viel zu erzählen. Wir versuchen die Zeit rumzubringen mit bisschen Training und viel Essen und viele Gesprächen. Und ja, können es jetzt eigentlich kaum noch abwarten, dass es jetzt morgen endlich losgeht. Darauf freuen wir uns. Und wir haben die Holländerin analysiert, intensivst analysiert und wissen, dass wir morgen gegen eine starke Mannschaft spielen. Sie sind technisch sehr versiert. Man darf ihnen keinen Raum geben, sonst nutzen sie den und spielen ihn aus. Und sind dann nach vorne hin natürlich sehr, sehr gefährlich. Von daher heißt es für uns morgen sehr konzentriert in das Spiel gehen. Es kribbelt. Und wir freuen uns jetzt auch, dass es jetzt losgeht. Weil wir haben ja auch eine Zeit lang dafür was getan. Und jetzt soll es endlich losgehen. Wir sind selbstbewusst. Wir haben 3 gute Spiele gemacht. Und ja, freuen uns darauf. Oder ich freue mich darauf. Aber ich habe das Gefühl, unsere Spielerinnen auch. Alle haben sich auch nicht nur spielerisch, sondern auch taktisch unheimlich weiterentwickelt. Also es gibt doch kaum Mannschaften, wo man nicht irgendwo was von mitnehmen kann. Das ist auf jeden Fall, was ich glaube, dass das im Vergleich zu 2009 besser sein wird, das taktische Verhalten von allen Mannschaften. Ja, es ist natürlich schön, man kommt auf eine Art und Weise irgendwie nach Hause, man versteht die Sprache, also die Sachen sind mir nicht fremd, das ist irgendwie, das ist schön, das ist irgendwie, ja, was anderes als sonst.